Mit Hoffenheim gegen Bremen eröffnen die beiden Tabellenschlusslichter den vierten Spieltag. Nach einem jeweils schwachen Start in die Saison lautet das Motto auf beiden Seiten: endlich gewinnen. Wobei der Aufsteiger Werder wohl schon mit einem Punkt ganz zufrieden wäre gegen den Letztjahrestabellendritten. Aber Werder besser in der Anfangsphase. Und mit der ersten Chance nach 7 Minuten. Sehan mit dem Abschluss hätte sie sogar vielleicht noch ein bisschen Zeit gehabt nach dieser Vorlage von Tatschinska. Die im Blau spielenden Hoffenheimerinnen, aber auch mit Chancen. 13. Minute, die Riesengelegenheit für Niki Biller. Und da ist der Timmermann sogar gerade noch klar. Erstmal wichtig, dass da Pauls zur Stelle ist gegen Biller. Letztes Jahr noch 18 Treffer. Und dann die junge Timmermann gerade noch so vor der TSG-Stürmerin. Aber die TSG fahrig, immer wieder mit Fehlern im Aufbauspiel. Und Werder nutzt das in der 20. Minute. Tatschinska, was für ein Tor! Neu gekommen von Wolfsburg 2. Und was die für eine Technik hat, das zeigt sie hier mit ihrem allerersten Tor für Werder Bremen. Und das ist gleich so ein schönes. Nicht zu machen für Dilfer im TSG-Kasten. Da hat einfach alles gepasst bei dem Lob von Agata Tatschinska. Und das war auch in Ordnung. Werder war besser drin in der ersten Halbzeit und hatte weitere gute Chancen. Rado Sabeljevic zum Beispiel. Nur 5 Minuten nach dem 0:1. Fast das 0:2. Nach Lürsens guter Vorarbeit und dann aus wenigen Metern geht der Ball nicht aufs Tor. Also fast sogar 0:2. So wird es nichts für Gábor Gallay, dem neuen Chefcoach der Hoffenheimer, mit dem ersten Sieg als Chef mit der TSG. Zweite Halbzeit, dann ging es besser weiter für die TSG. 5 Minuten gespielt im zweiten Durchgang und schon ist er Niki Biller. Zweites Saisontor. Erstmal Rall, die da nicht attackiert wird. Basmut, die dann richtig aufblüht im zweiten Durchgang, auch noch in der Folge. Und eben scharf und direkt gespielt. Dann wird es auch schwierig für Lena Pauls im Kasten. Da kommt sie noch ran, aber eben das alles aus zu kurzer Distanz. 10 Minuten später, nächste Chance. Krumbiegel, sie eingewechselt, die neue Nationalspielerin. Hat er gegen Montenegro ihr Debüt im DFB-Dress gegeben. Hier gibt sie der zweiten Halbzeit richtig Schwung und Wind und hat hier die Chance auf eigenes Tor. Das macht dann aber Franziska Rasch. 65. Minute, Naschenbanks Ball wird lang und länger und dann ist da mit dem Hinterkopf Franziska Rasch mit ihrem ersten Saisontor zur Stelle und dreht die Partie dadurch natürlich nur noch 1:2 aus Werder Sicht. Die schöne Führung weg und es wurde noch schlimmer. 66. Basmut, ebenfalls neue Nationalspielerin. Basmut, und dann gelingt dann auch mal so ein Tor. Eben erst das Debüt im DFB-Dress, genauso wie Krumbiegel. Und auch bei Basmut sieht man, warum. Ist einfach voll schnell und dann auch mit bisschen Glück mit dem Knie ihr erstes Saisontor. Letzte Saison 12-mal hat das geklappt mit dem Ball über die Linie. Und hier ganz entscheidend, ganz wichtig für den ersten Dreier der Saison. Nach dem sieht es ja jetzt sehr aus. Aber eine Chance gab es, noch eine Riesenchance wieder für Franziska Arsch, noch auf 4:1 zu stellen. Aber der Ball ging nicht ins Tor. So fightet Werder. Lange sehr, sehr gut, hält gut dagegen, aber muss sich schlussendlich geschlagen geben. Die TSG holt den ersten Sieg in der noch jungen Saison und klettert damit aus dem Tabellenkeller. Topspiele der Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga live bei Magenta Sport.